Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 Remake, dem schlimmsten Spiel der Welt. Ich will nicht mehr. Ich will die komm aus dem Gefängnis Freikarte. Bitte, gebt sie mir. Bitte, schenkt sie mir jemand? Es ist fast schon bald Weihnachten. Okay, dann können wir jetzt ja runter. Und dann sind wir ganz schön munter und auch ein bisschen froh. Da mache ich doch glatt eine Wurst ins Klo. Toll, oder? Oh Gott. Ey, wirklich. Wem erzähle ich's? Ihr kriegt das ja auch mit. Aber spielt's mal selber. So. Okay. Wo gehen wir diesmal hin? Wollen wir lieber nach Kyla oder nach Vogel? Wir gehen erst nach Kyla, glaube ich. Nee, wir müssen nach Vogel, weil der Kyla mehr wiegt, mehr braucht. Ich habe noch eins. Oh. Nee, warte, das ist das Kleinste. Da kommen wir nicht hin. Ja gut, dann ab zu den Vögels. Obwohl, warte mal, das ist ja total bescheuert. Ich kann das doch, oder? Also wenn ich mich das einfach darüber setze. Der Keiler mit Weiler. Mach mal Licht an. Ich sehe hier schon alles voll. Ey, wie viele von den Viechern hier rumlaufen. Das ist nicht mehr feierlich. Wir sollten echt mal anmachen. Okay, Freunde. Kommt halt mal her. Was willst du denn? Dich wollte ich nicht. Da bin ich ehrlich, dich wollte ich gerade nicht. Ich wollte eigentlich nur die Krabbler, aber die wollen nicht. Naja, dann gehen wir weiter. Irgendwie finde ich es nicht so schön hier. Ich weiß nicht. Und deswegen, liebe Kinder, die hier nicht zugucken dürfen, weil das Spiel ab 18 ist, kommt niemals ins Gefängnis. Hier ist ganz schrecklich. Sonntag, morgendlicher Rundgang. Vorfall in der Krankenstation. D183 hat das medizinische Personal angegriffen und versucht, Medikamente zu stehlen. Die Situation ist unter Kontrolle. Ich will in seine Zelle. Mittagsrundgang. Es gibt Gerüchte, dass sich Krankheiten unter den Gefangenen ausbreiten. Ich habe sie an die Verwaltung gemeldet. Nachmittagsrundgang. E130 hatte einen Hustenanfall. Er meldet sich beim medizinischen Personal. Abendrundgang. Nix. Nix mehr. Ich meine, das ist ja verhältnismäßig sogar einigermaßen überschaubar. Ob es das besser macht, weiß ich nicht. Ich vermute das Gegenteil, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein. Ach so, ich dachte, da ist noch eine Krankenschwester dabei. Nein? Oh ja, dann. Na dann. Hätte ich ja gar nicht so überreagieren müssen. Ey, wirklich, alles wird besser, sobald ich nicht mehr im Gefängnis bin. Oder vielleicht auch mal wieder in der... Aua!
Stöhn nicht so. Sonst sagt YouTube nein. Okay. Ein alter Mann ist immer vorbereitet. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Okay, ich komme nicht raus jetzt. Jetzt einmal umdrehen. Und nach da. Es ist zu ruhig. Es ist viel zu ruhig, Leute. Hallo? Ich wollte dich besuchen kommen. Oh, das wird wohl nichts mehr jetzt mit dem Besuch. Blöd. Die Wachen halten uns für Leprakranke. Keine Ahnung warum, aber sie bleiben weg. Gut so. Okay, das kann man nicht einreißen. Ah, dann müssen wir wohl auch da durch, hä? Schön. Ja, Musik, beruhig dich halt mal. Die ist viel verunsichernder als alles andere. Hallo? Käfer. Okay. Das sind die Leprakäfer. Die Leprakäfer, meine ich. Insekti. Insekti. Ich renne hier gerade rum. Ich weiß. Weil ich nämlich so mutig bin. Und die andere, das waren nur zwei. Stöckli. Stöcklinchen. Oh. Stöcklinchen. Stöcklinchen. Oh Gott, hallo? Oh, es reicht jetzt. Oh, schönes Programm, was hier läuft. Das läuft irgendwie öfter hier in Silent Hill. Ich glaube, das ist irgendwie so die Silent Hill Show, die sie da gucken. Bunk, 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 bunk. Okay.
Ernte, was du gesät hast. Er hat sich eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Keiner der Oberwärter hat einen Ersatz, aber ich weiß, es gibt einen. Er ist wegen der Krankheit völlig durchgedreht. Mal sehen, ob die Oberschwester einen hat. Er denkt, dass er da oben sicher ist. Er wird bekommen, was er verdient. Was ist das für ein komisches Geräusch, bitte? Können wir darüber bitte nicht reden? Wir ignorieren es einfach, okay? Okay, hier geht's auch raus. Okay. Dann würde ich jetzt einmal umdrehen und den Rückweg komplett machen. Ich bin ja erstmal nur den Grunzern hinterhergelaufen und noch in keinen Raum rein. Oh. Genau, da geht's nicht weiter. Jetzt einmal umdrehen, hier durch. Danke. Danke, Spiel. Danke. Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich das noch aushalte, dieses Spiel. Irgendwann sitze ich einfach vor und zurück wippend auf dem Boden und weine nur noch. So, da drüben war jemand, das weiß ich. Das haben wir gehört. Da ist ein Kotzi. Kotze. Ich bin jetzt einfach mutig, ja? Hier ist auch Kotzi-Kotze. Will nicht. Na dann. Darmklo ist schlimm. Brauchst du Hilfe? Nein? Sie braucht keine Hilfe, Leute. Alles gut. Okay, ich dachte, mit den Bildern wäre irgendwas. Ist es aber nicht. Sehr eindrucksvoller Schnauzer. Und ein sehr schönes Mononoke. Das ist ein blödes Wort. Mononoke. Mononoke. Der sieht aus wie einer von Lethe oder wie der hieß, von Witcher 3. Ist das ein knarzendes Seil, das ich brauche? Wenn ja, ich will es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Alles gut. Kannst du behalten. Du bist ja schon da. Boah, die stehen einfach wieder auf und deswegen muss man immer draufhauen. Wisst ihr? Rauskommt, sonst kommen die nochmal hoch. Ich hab's jetzt gesehen. Ich hab's nicht umsonst gemacht die ganze Zeit. Das war der Beweis. Habt ihr gesehen, ja? Für alle, die dachten, ich bin übertrieben, übervorsichtig und das ist total schwachsinnig, was ich mache. Oder bin einfach nur gewaltabbauend. Nee, das war aus dem Sinn. Neue Verhaltensregeln, gültig ab sofort. Erstens, die Wachen müssen jederzeit Abstand zu den Gefangenen halten. Zweitens, jeder Versuch der Gefangenen, sich den Wachen zu nähern, wird mit sofortigen disziplinarischen Maßnahmen geahndet. Drittens, die Gefangenen werden bis auf Weiteres in ihren Zellen festgehalten. Da ist noch jemand. Na, dann trink einen.
Ich habe nur noch 55 Nachladeschuss. Es ist nicht schön. Ich ist wirklich das Gefängnis muss schnell aufhören. Das geht so nicht lange weiter. Oh, warte, da habe ich noch nicht geguckt. Da geht es wahrscheinlich nicht weiter, richtig? Naja. 500 bitte. Oh, nur 3. Ihr gönnt einem aber auch gar nichts. Wiederholung des Untersuchungsberichts Schlussfolgerung. Keiner der untersuchten Gefangenen zeigt klinische Anzeichen oder Symptome einer lebensbedrohlichen, ansteckenden oder sonstigen Krankheit. Die empfohlenen Belastungstests wurden ebenfalls durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gemäß den Vorgaben des Aufsehers direkt an ihn weitergeleitet. Also, oh, das habe ich vergessen zu wenden. Warum tun wir das? Nicht hinterfragen, nur machen. Boah, es ist so unangenehm. Wirklich Atmosphäre. Ambience. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Ambience-Musik, während ich, also WoW-Spiele, also wenn ich nicht gerade Silent Hill aufgenommen habe. Also das werde ich wieder tun, nachdem ich Silent Hill fertig habe. da höre ich immer Ambience-Musik. Entweder halt, also so Witcher momentan sehr viel. Oder Hogwarts. Oder Red Dead Redemption. Oder halt WoW. Oder einfach so. Aber Witcher finde ich am besten bisher. Das ist so entspannt, wisst ihr? Ich sollte die vielleicht einfach jetzt hören. So, nicht auf einer Tonspur, die ihr hört, nur für mich. Damit ich mich entspanne, wisst ihr? Haha, wäre das nicht toll? Okay, Radio fängt schon langsam an. Oh, hallo! Oh, ich hab so vermisst, mit dir so schöne Kämpfe zu führen. Du hast gar nicht so schöne Schuhe an. Hast du deine verloren? Das tut doch weh, barfuß hier. Hier ist doch dauernd alles voller Glassplitter und Steinen und so. Das ist doch nicht schön. Wo sind wir jetzt? Hier oben. Großmahlzeit, da will ich nicht sein. Entschuldigung, aber da, also habe ich meine Grenzen. Da will ich nicht sein. Gut, dass wir nicht bei Resident Evil sind, sonst hätte ich mich jetzt gefreut, dass da eine Schreibmaschine steht. Warte mal, hier ist ein Speicherpunkt, den nehme ich doch gleich mal. Es tut mir leid, dass ich so wenig rede, aber ich bin so angespannt. Das merkt ihr
An nicht viel, außer dass ich einfach ruhig werde. »64 Nachladeschuss. Wieso hat er von selbst Sick eingegeben? Ist meine Frage. So, wir speichern nochmal. Okay. Das Problem ist, hoffentlich keins. Es macht doch niemand Probleme, oder? Es hat doch niemand vor, Probleme zu bereiten, oder? Oder? Nee, ne? Oder? Ich glaube, ich renne jetzt einfach mal kurz durch. Ich weiß sonst langsam nicht mehr weiter. So, einfach runter. Einfach runter, einfach runter, einfach runter, einfach runter und direkt zum Hof. Einfach runter, 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 runter und direkt zum Hof. Direkt zum Hof, direkt zum Hof. Einfach alles ignorieren, was hier rumkreucht und fleucht. Ja, da hinten krabbelt alles. Vergesst es. Da werden wir nicht mehr Herr der Lage. Ich verballer nur unnötig weiter meine Munition. So. Ich speichere, auch wenn ich gleich nochmal speichern werde, nachdem ich die Tür ausgesucht habe. Erstmal in der Toilette gespeichert davor. Schön. So. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Also mit dem Leichten, weil eigentlich müsste es doch auch so gehen, oder nicht? Also eigentlich ist es nicht gut, weil das letzte Areal zu machen, heißt meistens, dass dann das... Obwohl, eigentlich ist das gut, wenn das Areal dann fertig wäre. Aber dann wäre Boss-Fighty-Schmighty. War so klar. Zeig Blut. Danke. Okay. Ich will nicht mehr, Leute. Ich schwöre, ich setze mich einfach in eine Zelle und sage, ja, das war's dann für mich. War ein tolles Spiel. Tschüss. Und dann werde ich einfach hier versauern. Und hoffentlich irgendwann... Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich will die Beinfrau werden. Wir sind so... gute Freunde geworden. Hallo, Beinfrau. Ich bin sofort bei dir. Das Gewicht drin. Warum brauche ich eigentlich noch ein Gewicht? Habe ich nicht genug? Hallo.
Aua! Never skip leg day! Okay. Tut der Raum nicht weh? Also, naja. Kein Kinkshaming. Ich musste halt irgendwie reinkommen. Oh nein, ich werde alles aufmachen wieder richtig. Richtig. Oh nein. Okay, trink mal einen. Trink dir einen, komm. Was soll der Geiz? Wir werden hier eh verrecken. Oh Gott, das ging auf. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ha. Immer schön nach einschlagbaren Wänden Ausschau halten. Entschuldigung. Da war was, ich hab's nur nicht gesehen. Und dann auch leider nicht mehr gehört. Aha. Was will ich da oben? Ich gehe mal kurz lunzen, aber dann würde ich, glaube ich, erstmal oben, unten weiter gucken. Ah, Shortcut, okay. Ja, den können wir ja mal aufmachen. Nur damit wir ihn haben, nicht wahr? Okay. Also, ich muss ja wieder da durch. Da war auf jeden Fall irgendein Viech. Ich weiß nur nicht welches, aber wir werden es gleich rausfinden. Es wird nicht lange auf sich warten lassen, schätze ich. Ich habe das Gefühl, dass hier vor allem die Beinlinge sein werden. Weil wir im Keller sind und es gruselig ist und die Beinlinge gruseliger sind. Hallo Beinling! Aua! Ey! Keine Beingrätsche! Aua! Oh mein Gott. Ich hab's verlernt. Es tut mir so leid, ich bin kein würdiger Gegner mehr für dich. Das Gefängnis hat mich verändert. Ach, die versteckt sich auch wieder. Nächstes Mal weiß ich bei ihr. Oh, hallo? Nein, nicht in die Richtung. Aua. Aber ganz ehrlich, das finde ich gerade weniger schlimm. Gerade finde ich es weniger schlimm als diese Massen an Gegnern. Hallöchen! Hast dich extra hübsch gemacht, hä? Aua! Ich lasse die mich auch immer einmal schlagen, damit ich sagen kann, war Notwehr. Ja. Das nicht, weil ich zu doof bin, das ist also Kalkül. Okay. Da haben wir natürlich was. Die F14, die habe ich also... Bitte, wie meinen? Du Arschloch. Die F14 habe ich gar nicht versucht. Das ist die F14. Hallo, die Dame. Ja.
Hier auf dem Gang. Komm, hier ist doch schöner. Hier haben wir beide Platz. Nicht, dass du dir deine Beine stößt. Jetzt komm doch mal her. Aua. Seht ihr, das war wieder der obligatorische Schlag, den ich eingesteckt habe. Nur damit, also, das nicht irgendwie als Gewalt gegen Frauen gilt oder so. Wisst ihr? Ich bin hier nicht glücklich. Ich möchte hier gehen. Ich möchte hier gehen, gut Deutsch. Ich möchte hier weg, meine ich. Also, aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeiten zwischen den Insassen wurde der Gefangene D-239 in Einzelhaft in Zelle F6 verlegt. Toll! Toll! Da will ich unbedingt hin! Ihr habt mich absolut überzeugt, da will ich jetzt unbedingt hin! Herr Gewalttätiger. Ich bleib hier. Ich finde M5 schön. F5 ist mein neues Zuhause. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich mitnehmen. Und jetzt bist du da. Du bist doch noch immer da, oder? Ich bleib dann jetzt hier in Position, bis er kommt. Habe ich jetzt meinen Bossfight freigelassen? Hätte ich das nicht tun sollen? Wenn ja, kann ich nicht mal jemanden beschimpfen dafür. Es ist heller geworden. Das ist kein gutes Zeichen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Nur mal so eine Frage. Wie weit bin ich denn? Oh, 75%. Oh, 69. Wir müssen auf die Mitte kommen.
Galgenhebel. Ah, das habe ich also gebraucht. Oh, ich will nicht, Leute. Leute, ich mache mir gleich in die Hosen mit. Ich bedauere den Tod der Kinder sehr, doch auch ihre Peiniger sind nun nicht mehr. Die Nonnen sie quälten, die kleinen Seelen, nun können sie keine Unschuld mehr stehlen. Oh. Ich will keine Gnade, meine Tat ist bekannt, ihr wisst, es ist wahr, ich legte den Brand. Die Nonnen sie quiekten, die Kinder daneben, niemand von ihnen entkam mit dem Leben. Ich stahl es eines anderen Brot, brach das siebente Gebot. Nein, ich bin kein Gottesmann, mein Grund, der geht dich gar nichts an. Recht habt ihr, ich nahm das Kind, floh mit ihr, schnell wie der Wind. Sie schrie nicht und sie weinte nicht, denn ich war ihr Vater, ein vertrautes Gesicht. Aber warte mal. Ist das dann nicht? Warte, wir gucken gleich mal. Die Sonne küsst den Horizont, ich zerschneid den Zaun gekonnt. Auf die Tür und schnell herein, deine Schätze sind nun mein. Mutter, liebste Mutter mein, deine Liebe war so rein. Warum, mein Sohn, sagtest du nur, als mein Messer in dich fuhr? Ich wartete lange, ich ließ mir Zeit, mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann erschien, er sah mich nicht, er bekam, was er verdiente, der elende Wicht. Okay, was ist das? Oh. Wenn du's denn noch wissen musst, ich tat es nur aus Herzenslust. Ich sehe, giere, brauche, stehle, es ist das größte Glück der Seele. Okay, er könnte Brot gestohlen haben oder den Schatz. Die Wahrheit ist, ich zögerte nicht, als meine Klinge zerschnitt sein Gesicht. Er kannte die Regeln, sie waren ganz klar, wer sich gegen mich stellt, dessen Ende ist nah. Mein liebes Kind, du kannst nicht mehr fliehen, sie hatten kein Recht, dich mir zu entziehen. Still, kleines Baby, schließ die Äuglein. Die Frommen, wenn ich es nicht kann, soll dich niemand bekommen. Das war bestimmt das, ne? Du brachst meine Beine, um mich zu schwächen. Du zogst mir die Zähne, so konnte ich nicht sprechen. Um mich zu betäuben, gabst du mir Pillen. Nun muss ich dich töten, um meinetwillen. Das könnte die Mutter sein. Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Opfer blank bis auf die Knochen. Was kümmert mich der Tugend wert, solange ich mein Reichtum mehrt? Ah, der Reichtum ist wahrscheinlich das. Was war nochmal das? Der Mann, genau da. Irgendwas mit Klinge und Mann. Sein Gesicht wird dann das sein. Genau, hier. Das ist die Mutti. Und das ist das Brot. Nein. Nein. Es hat gespeichert. Warum hat es gespeichert? Ich kann nicht mehr bewegen. Ich kann lesen. Und das war's. Ich speichere kurz einen neuen Slot, nur falls ich das irgendwie verkackt habe und das irgendwie nicht weitergeht. Aber ich kann es halt nicht mehr ändern. Sie einmal am ausgefransten Ende des Seils, will unten unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau in ihr Gesichter oder auch nicht, du bist nun ihr Richter. Am Seil, wie ziehe ich denn am Seil? Ich habe kein Seil. Ach so, oh. Ah. Okay, warte. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähl unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau in ihre Gesichter. Oder auch nicht, du bist nun ihr Richter. Was? Doch, ihr Peiniger sind nun nicht mehr. Ist wahrscheinlich die Eins. Alles andere ist wirklich, also...
War das falsch? Ich habe keine Map. Ich dachte, weil die Peiniger auch gestorben sind. Und alles andere war ja nur, also Gier und... Ich meine, die Mutter umzubringen nur wegen sich ist halt auch so, also... Hätte es eine andere Lösung gegeben bei so einem großen Ding wie... Im Waisenhaus wahrscheinlich. Da kann man so schlecht was machen und dann dachte ich, ist das vielleicht noch das Netteste von allem. Weil es halt irgendwie eine Erlösung für die Kinder war, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde gerade bestraft. Immer noch keine Map. Wie tief denn noch? Uffi? Da liegt Muni. Das ist schön hier. Also vielleicht auch nicht so sonderlich. Ich hasse alles. Ich will raus. Raus in den Nebel. Können wir noch mal von vorne anfangen? Wenn ich nichts sehe, kann auch nichts passieren. Labyrinth. Das heißt, es ist kein Gefängnis, richtig? Oder? Ich meine, es sieht netter aus als das Gefängnis. Ich weiß nur nicht, ob es netter ist. Hör auf zu flüstern, du Kackbratze. Entschuldigung. Es hat gespeichert, warum? Die Leiche eines Mannes, später identifiziert als Thomas Oro, Holzfäller, Alter 39 Jahre, wurde immer liegend entdeckt. Die wahrscheinlichste Todesursache waren mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Der geschätzte Zeitpunkt des Todes liegt zwischen 23 und 1.30 Uhr. Aufgrund der Kampfspuren im Raum und des fehlenden Tatwerkzeugs betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Mich da einfach, also sehr überzeugt reingegangen bin. Toll. Daddy, please, no. Oh nein. Oh nein. Wisst ihr noch das Monster, was ich meinte bei dem letzten Mal? Oh mein Gott. Nee.
Please. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. No, please. Daddy! Das ist das Monster, was ich meinte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das halt genau das. Also die Vergenusswurzelung der Tochter vom Vater. Und ziemlich eindeutig, leider. Und es macht mich ein bisschen, also keine Ahnung. So eine Thematik macht mich immer, ist wirklich... Oh, guck mal, meine Nachladedinger, wartet. Das passt gerade wirklich sehr gut. Yo, bitte beruhigen Sie sich. Also so eine Thematik macht mich immer sehr wütend, sehr wütend. Aber das ist eigentlich ganz gut. Wütend im Bosskampf zu sein, ist besser, als Panik zu haben. Angela, ich rette dich. Angela, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wo du... Angela? Komm halt einfach raus, du Scheißlappen. Komm raus, du kleines, winziges, dreckiges Mistvieh. Hänge. Ich
Bitte lassen Sie mich da durch. Oh. Sag mal, wie lange kann der denn leben? Okay. Ich hoffe einfach, dass der stirbt gleich. Ich habe keine Errungenschaft, er ist noch nicht tot. Und ich bin ehrlich, meine Muni geht ein bisschen flöten. Nur noch 4 Rifle-Schuss. Also nicht mal Nachlade, sondern wirklich einfach nur 4 Schuss. Das Schlimme ist, dass es so ein. Also. Das ist ja nicht mal so richtig Bossfight, das ist einfach gruselig gerade. Und unangenehm. Und richtig unangenehm. Und ich weiß nicht, ob ich ihn also schießen soll oder nicht. Gott, seid ihr widerlich, Leute. Thank you.
Angela. It's okay. Calm down. Don't order me around. I'm not. I just... It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela. I don't know who you think I am. But I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. Your Mary? Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No. I need to find my mama. I never. Unverzeihlich. Besiege die abstrakte Vaterfigur. So abstrakt ist sie nicht. Wir reden einfach nicht drüber, ja? Und deswegen mag ich Angela, auch wenn sie vielleicht ein bisschen ausrastet ab und zu mal. Weil es nachvollziehbar ist. Danke für die Muni, die ich in ihn reingeschossen habe, ohne dass es Sinn gemacht hat, wahrscheinlich. Oh Gott. Naja, wir haben ja wieder Zeit zu sammeln. Nicht wahr? So, können wir jetzt... endlich aus diesem Ort verschwinden. Und nicht wieder ins Gefängnis, bitte. Oh. Karte des Labyrinthzentrums. Ich habe nicht mal. Also, was gedrückt? Er ist dort. Seltsame Wand. Soll ich da rein? Oh, oh. Oh, oh, James, geh weg. War nicht so gut, glaube ich. Okay. Aber wisst ihr was? Ich finde, es ist der perfekte Moment, dass wir hier die Folge beenden. Wir hatten ganz viel ätzendes Zeug, wir hatten noch viel ätzenderes Zeug und am Ende hatten wir noch das ätzendste Zeug. Toll, oder? Und es war ein Bossfight in der Folge. Deswegen, ich glaube, die Folge ist hier am besten beendet. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.